Hey, ihr seht super aus, Ladies. Du beherrschst die Kunst des Selfie-Schießens mit Sicherheit. Hey, meine Lippen sehen neben deinem wunderschönen Schmollmund so stumpf aus. Das ist nicht fair, siehst du? Ja, Bellas Schmollmund sieht voll und fantastisch aus. Meiner einfach nur traurig. Ja, da ist es wieder. Was soll ich sagen? Ich habe tolle Lippen. Das ist vermutlich genetisch. Quäl dich nicht, Lana. Deine Lippen werden nicht fülliger, nur weil du daran ziehst. Aber vielleicht gibt's da was, was ich tun kann. Was? Wohin gehst du denn? Okay, hier muss doch was sein, was dabei hilft, diese Lippen aufzufüllen. Ich frage mich, ob diese kleine Vase helfen könnte. Niemand schaut zu. Probieren wir es aus. Oh, saug nicht zu fest. Nee, noch nicht Kylie Jenner. Oh, da muss es doch was geben, was ich tun kann. Oh, ich wette, dieser riesige Sauger könnte was nützen. Ist das nicht ein bisschen stark für deine zarten Lippen, Lana? Oh, dieses Ding ist mit Sicherheit stark. Autsch, das tat weh. Und jetzt sind deine Lippen wirklich rot. Okay, mein Fehler. Lana, was zum Teufel hast du denn mit deinem Gesicht gemacht? Ich will nicht drüber sprechen. Es tut weh. Schade, dass es nicht Halloween ist. Du könntest tatsächlich so als Clown durchgehen. Weißt du, du hättest einfach nach meinem Lipliner fragen können. Der verbessert das Aussehen deiner Lippen und ist um einiges schmerzfreier. Starte, indem du den Lipliner da aufträgst, wo deine Haut auf deine Lippen trifft. Nimm dann dein Lieblingslipgloss und trage ihn von außen nach innen auf. Genau so. Vergiss aber die Oberlippe nicht. Nimm jetzt einen weißen Make-up-Stift und zeichne den mittleren Rand deiner Oberlippe leicht nach. Dann gibst du etwas des weißen Liners auf die Mitte deiner Unterlippe. Ziemlich cool, oder? Siehst du? Schau, wie toll Lanas Lippen jetzt aussehen. Dieser Trick ist viel einfacher, als an einem leeren Glas zu saugen. Versuchen wir es nochmal mit unseren Selfies. Oh ja, das ist viel besser. Oh, ich bin so froh, dass wir uns endlich getroffen haben. Ich wollte das schon seit Wochen machen. Oh, fast vergessen. Ich muss dir unbedingt erzählen, was ich gestern gehört habe. Du erinnerst dich an Amy? Oh Mann, wird das eine weitere langatmige Rede von Lana? Halte den Gedanken fest, ich renn schnell zum Klo, okay? Okay. Na gut, ich denke, ich kann die Zeit nutzen, um meinen Lippenstift schnell nachzuziehen. Ich brauche nur meine Puderdose. Mal sehen, was wir hier haben. Wann immer dein Date auf die Toilette geht, ist es immer eine gute Idee, das Make-up zu checken. Sehr schön. Oh, mein Rouge ist weg. Oh, ich sehe so blass und fleckig aus. Nee, das geht so nicht. Ich trage nur ein bisschen Rouge auf und alles wird gut sein. Oh, habe ich wirklich vergessen, das einzupacken? Och nee, was mache ich denn jetzt? Wenn du jemals in der Klemme steckst und ein wenig Farbe auf deinen Wangen benötigst, dann probiere diesen praktischen Trick. Spitze deine frisch geschminkten Lippen und gebe einer Papierserviette einen Kuss. Drücke den Kussmund so auf deine Wangen. Mach genau das gleiche mit der anderen Seite. Ha, keine Sorge, das wird nicht lange so aussehen. Reibe den Lippenstift sanft mit deinen Fingern ein. Das ist ein bisschen klebrig, also nimm dir eine Minute, um es zu verblenden. Aber vergiss nicht die andere Wange, Lana. Wow, sieht wirklich aus, als würdest du echtes Rouge tragen. Siehst du den Unterschied? Boah, das war knapp. Ich pack besser alles weg, bevor er wiederkommt. Ah, da bist du ja. Mann, halte dich von diesem WC fern. Oh, nach so viel Zeit da drin scheint Lanas lange Geschichte gar nicht mehr so übel zu sein. Hey! Steven! Okay, eine Minute. Die Wäsche macht sich nicht von selbst. Ja, du kannst rein, wenn du es magst. Ew! Oh Mann! Das war echt kein Scherz. Boah, das riecht, als ob ihr was gestorben wäre. Oh, davon brauche ich mindestens 10 mehr. Todesdämpfe, verschwindet. Oh, die Seife. Ich brauche etwas saubere Linderung. Okay, schon besser. Oh ja, die Wäsche. Ich glaube, ich kann das gebrauchen. Wenn du dich in einer stinkigen Situation befindest, gebe Seife in eine Socke.
häng das Ganze unter den Toilettensitz. Wenn du jetzt abspülst, läuft das Wasser direkt über die Seife. Es kann einige Spülungen brauchen, aber das funktioniert wirklich. Oh, meine seifige Rettung. Also, ich habe ungefähr 20 Minuten, um mich fertig zu machen. Mal lass die Beauty-Routine beginnen. Oh, der Schwamm ist unglaublich schmutzig. Wann habe ich den denn zum letzten Mal gewaschen? Aber ich muss doch meine Foundation auftragen. Hallo, Schwämmchen. Deine Faulheit macht dir endlich einen Strich durch die Rechnung. Okay, da muss ich wohl in den sauren Apfel beißen. Einweichen in Wasser sollte helfen. Das hoffe ich zumindest. Und sieh zu, wie die Schminke verschwindet. Mann, die werden hier ja nur noch schmutziger. Boah, und das spritzt überall hin. Boah, das ist echt nicht okay. Kann ich kurz reinkommen? Die Wäsche wäscht sich nicht von selbst, hä? Huh? Nur noch ein paar Teile. Rock'n' Wash, Baby. Oh Mann, ich hätte auch gern so viel Spaß beim Putzen. Was mache ich nun? Hat Steve seine Socke verloren? Oh, was für eine schöne Farbe. Vielleicht kann mir die weiterhelfen. Lege zuerst die Schwämmchen beiseite. Falte die Socke, um sie ins Innere zu stecken. Ja, einer nach dem anderen. Perfekt. Gib nun ein bisschen Seife dazu. Dann legst du die Socke in die Spüle. Und gibst das Ganze unter den Wasserhahn. Siehst du, wie das Make-up durch Drücken entweicht? Nimm die Schwämmchen wieder aus der Socke. Und wenn das Wasser klar ist, dann bist du fertig. Hier wird man nie enttäuscht. Ich hoffe, mein Lippenstift ist noch drauf. Fast vergessen zu zahlen. Hätte ich es mal lieber vergessen. Ja, das kriege ich zusammen. Lilly, dein Geld! Oh, ich habe echt Wurstfinger. Irgendwann verliere ich nochmal meinen Kopf. Moment mal. Der Magnet ist echt stark, oder? Und das bringt mich auf eine praktische Idee. Wenn dir das Geld aus der Tasche fällt, mach ein paar Magneten auf deine Moneten. So, klebe sie dann mit Ducktape fest. Lege die anderen Scheine drauf und falte sie. Zack. Die gehen nirgendwo mehr hin. Naja, außer in die Bezahlung. Organisiert zu sein fühlt sich echt gut an, oder? Meine neuen Schuhe sind endlich da. Hoffentlich sehen sie so aus wie auf den Bildern. Ja, tun sie. Oh, Gott sei Dank. Die muss ich sofort anprobieren. Soweit. So gut. Oh, ja. Oh, ich muss in den Unterricht. Oh, aus was sind die gemacht? Aus Messern? Oh. Hey, was geht? Oh. Kevin? Was ist denn? Meine neuen Schuhe fressen meine Füße auf. So schlimm war es noch nie. Ja, wie erwartet. So viel zum blasenfreien Sommer. Ja, es tut mehr weh, als man denkt. Was? Die können doch nicht schon leer sein. Hast du noch Pflaster, Lilly? Aber ich habe noch sowas hier. Kevin, sei mal ein bisschen offen. Was soll ich denn damit anstellen? Wie peinlich. Obwohl, sag's bloß keinem, okay? Zerschneide dafür einfach nur die Binde. Entferne dann die Klebefolie. Und steck die Binde hinten in deinen Schuh. Genau so. Und dann einfach reinrutschen. Wow. Mal sehen.
Sprungtest? Ich weiß, genial, oder? Und so konnte Kevins Tag doch noch gerettet werden. Oh, wir müssen los!